In Düsseldorf-Rath scheint die Zeit ein bisschen stillzustehen. Bei Valurek und Mannesmann werden aus massiven Stahlrundblöcken seit über 100 Jahren Rohre. Aus erhitztem Metall, durch verschiedene Walztechniken und eine sogenannte Stopfen-Walzstraße. Hier wird ein Pfropfen wie eine Pfeilspitze längs durch den Rundstahl getrieben. Am Ende entsteht so ein Metallhohlprofil, landläufig Rohr genannt. Vor allem für die Petrochemie werden die Hightech-Leitungen gebraucht. Hier darf nichts undicht sein. Der Herstellungsprozess des nahtlosen Rohres ist im Prinzip auch ähnlich dem von vor 40, 50 oder auch sogar 100 Jahren. Wenn man aber genauer hinschaut, dann muss man ganz klar erkennen, es sind eigentlich völlig neue Produkte, die hier hergestellt werden. Wir fertigen in ganz anderen Toleranzen. Wir fertigen ganz andere Werkstoffe, Werkstoffgüten, höher, fester, korrosionsbeständiger. Wir fertigen für ganz neue Einsatzzwecke. Und insofern ist das Produkt Rohr in den jetzigen Anwendungsbereichen etwas ganz anderes als das, was vor einigen Jahrzehnten hergestellt worden ist. Insgesamt 3 Millionen Tonnen Rohre produziert Valurek und Mannesmann an allen Standorten pro Jahr. Jedes Stück Leitung wird mindestens einmal auf über 1000 Grad Celsius erhitzt. Klar, dass Energie hier eine gewichtige Rolle spielt. Die Rohrindustrie setzt genau wie andere metallverarbeitende Produktionszweige zunehmend auf Energieeffizienz. Auch auf Fachmessen ist dies eins der beherrschenden Themen. Dass Öfen- und Ofentechnik zum Beispiel in der Lage ist, bis zu 30-40% an Energiekosten einzusparen und auch CO2-Ausstoß wesentlich zu verringern. Auch das ist ein großes Thema. Auch gerade für die Europäer und das im Abgleich natürlich auch mit den Asiaten, die ähnliche Produkte irgendwann auch suchen, um bei sich selbst dann auch entsprechende Energieeffizienzen dann einsetzen zu können. Hier in Düsseldorf hat Valurek und Mannesmann durch eine Millioneninvestition diesen Ofen um 30% effizienter gemacht. Geld, das bereits nach wenigen Jahren wieder eingespart ist. Was beinahe archaisch aussieht, ist also hochmodern. Die Rohre werden von hier in die ganze Welt verfrachtet, für den Öl- und Gastransport natürlich, in anderer Form aber auch für Konstruktionen, zum Beispiel für Dächer wie dieses.